Knapp zwei Wochen nach dem katastrophalen Fährunglück sorgt dieses neue Video der Küstenwache in Südkorea für Empörung. Es zeigt den Kapitän, wie er sein sinkendes Schiff verlässt. Der 69-jährige Lee Jong-suk trägt ein Sweatshirt und eine Unterhose. Zu diesem Zeitpunkt sind die meisten der 476 Menschen weiter an Bord der fast 7000 Tonnen schweren Fähre Sewol. Bei der Katastrophe kommen etwa 300 Menschen ums Leben, vor allem Schüler auf Klassenfahrt zur Insel Jeju. Für sie wird das Schiff zur Todesfalle. Die Besatzung sagt den Passagieren mehrfach, sie sollten in den Kabinen bleiben. Kapitän Lee befindet sich mit den anderen 14 überlebenden Besatzungsmitgliedern in Untersuchungshaft. Wegen der langsamen Rettungs- und Bergungsarbeiten hat Südkoreas Ministerpräsident seinen Rücktritt angekündigt. Die Staatschefin entschuldigt sich. In die Kritik geraten ist auch die Küstenwache, von der diese Bilder stammen.